Hier ist noch eine Truhe, da ist auch noch eine Seite. Sehr schön. Zwei. Da hinten sehe ich noch eine. So. Wo ist jetzt die letzte? Wunderbar. Gut, das werde ich mich jetzt einmal wieder teleportieren lassen. So. Super, duper. So, wartet mal. Ich werde mal hier ein bisschen was von den Zuckerrausch. Oh, eine boshafte Kürbislaterne. Ui, das ist ja noch eine Halloween-Quest gewesen. Wir haben ja schon eine lustige Kürbislaterne, jetzt haben wir eine boshafte. Also wenn wir sehr viele Süßigkeiten essen, dann bekommen wir quasi so Sachen noch von Halloween. Wenn du Gott. Wally, komm her, du Kleiner. So. Ich habe den letzten Stapel Seiten gefunden. Wie geht es deiner Pflanze? Oh, was ist los? Ist etwas mit deiner Pflanze passiert? Okay, lass uns die Sache klären. Achso. So. Was gibt es Neues? Du siehst aus, als kämst du direkt aus einem altmodischen Musical. Oh, Direktive. Es sieht so aus, als würde dir diese Idee gefallen. Hui! Willst du so tun, als ob wir in einem Musical wären? Vielleicht etwas von dem, was sie tun, nachspielen? Hey, das hört sich für mich wie ein Ja an. Ist es jetzt Zeit für ein Musical? Sollen wir durch die Stadt tanzen? Warum schaffen wir nicht ein paar magische Momente für die Dorfbewohner? Wir könnten ein paar Dorfbewohner finden und für sie zaubern. In diesen alten Filmen geht es immer um Eheschließungen und Romantik. Direktive! Oh wow, du interessierst dich für Romantik? Aber warum? Oh, Eva! Du willst für Eve mehr Romantik lernen? Oh Wally, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, die muss irgendwo sein. Wir werden sie schon finden. Eva! Eva! Aber bis dahin werden wir ein paar magische Momente für die Dorfbewohner schaffen, damit du weiterhin etwas über Romantik lernen kannst. Oh! Lass uns verschiedene Orte im Tal ansehen, damit du die romantischen Schwingungen selbst beurteilen kannst. Geh voran, Wally. Ach so, das ist die Verkupplungsmagie. Ach so, und hier liegt irgendwas? Wartet. Ich will natürlich erstmal die Quest hier fertig machen. Sieh im Haus von Wally nach der Pflanze. Wo ist sie? Wally? Wo ist die Pflanze? Die Pflanze ist verschwunden. Oh. Aber was ist das für ein Fläschchen? Etwas ist darauf geschrieben. Dort steht Jugendserum. Wem könnte das gehören? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Reg dich nicht auf. Wir werden es schon herausfinden. Wir müssen nur ein wenig umsehen. Wer hat die Blume gestohlen? Ein Jugendserum? Das könnte doch nur eine einzige Frau... natürlich eine einzige Person sein, die das getan hat. Finde heraus, wer der Besitzer des Jugendserums ist. Das kann eigentlich nur Gürtel sein. Sie will doch immer die ganze Zeit jung und schön sein. Wer steht denn zur Auswahl? Jetzt Moment mal. Ode? Ja. Das ist die einzige, die zur Frage stellt. Aber das ist ja wohl auch, ich denke mal, ziemlich offensichtlich. Ote.
Was für ein Vergnügen. Mutter Gothel, wir müssen reden. Mhm. Wieso, Julchen? Worüber denn? Wally und ich haben diese leere Fläschchen gefunden. Deins, vermute ich. Das ist eine Unterstellung. Also ist es nicht von dir? Komm schon, es muss von dir sein. Weißt du, von wem es ist? Warum sollte man sich über ein leeres Fläschchen aufregen? Du weichst furchtbar viel aus. Komm schon, Julchen, eine Lady hat nun mal ihre Geheimnisse. Nun, es geht weniger um das Fläschchen, eher um das, was in der Gegend passiert ist. Wally vermisst seine Pflanze. Oh, du sorgst dich um das kleine Ding? Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Das habe ich versucht, aber du warst sehr ausweichend. Hm. Und wessen Fehler ist das, meine Liebe? Also hast du die Pflanze gesehen? Das habe ich tatsächlich. Meine scharfen Sinne haben direkt erkannt, dass etwas Besonderes daran ist. Und? Oh, da hat es jemand eilig. Ach, na schön. Ich habe die Pflanze zu Ursula gebracht. Und sie hat mir geholfen, sie mit einer Reihe von geheimnisvollen Techniken zu untersuchen, die du sicher nicht verstehst. Aber dieses erbärmliche kleine Unkraut war nutzlos. Nur voller Märchenzauber, eine billige, schon schwache Form der Verzauberung. Was ist damit passiert? Und ich könnte es dir sagen, wenn du vorher etwas für mich tust. Wieso bin ich nicht überrascht, dass du etwas möchtest? Fair ist fair. Und wenn ich bitte, bitte sage? Weil du nicht verstehst, wie die Welt funktioniert, Julchen. Okay, okay, was willst du? Nun, ich habe einige ziemlich wertvolle Zutaten verwendet, um diese Pflanze wieder gesund zu machen. Wenn du mir Ersatz bringst, bekommst du deine Information. Wirklich? Willst du, dass ich dir noch einen Trank braue? Und dir vertrauen, dass du es richtig machst? Wohl kaum. Da verlasse ich mich lieber auf Ursulas Fähigkeiten. Bring mir Algen, Gurken und Sonnenblumen. Dann sage ich dir, wo sich die Pflanze befindet. Worauf wartest du noch? Also Gothel, ne? Die sieht eine Pflanze und muss gleich wieder an ihre Jugend denken. Boah, diese Frau ist schon fies. Aber irgendwie auch wieder durchdacht. Also gut. Gurken, Algen, Sonnenblumen. Gott sei Dank habe ich alles in meinen Kisten. Boah, ist das eine alte Schreckschraube. So, was habe ich jetzt hier überhaupt alles drin? So, mal sehen. Ich teile die mal auf. Ich weiß gerade gar nicht. 6 waren das, glaube ich. So. Moment. Ja, okay, 5. Moment, die teile ich nochmal auf und schmeiße sie wieder rein. So, dann habe ich hier... Oh, das kann noch rein. Dann kann ich nämlich auch gleich noch aufräumen. So. Ich bin weg. Fisch. Habe ich auch einiges. Okay, Nachtsamen. So. Gurke und Algen. Gurken. Da. Und Algen. Ich glaube, sie wollte 8 Algen. Gurken, okay, kann ich verstehen, ne? Gurkenscheiben auf die Augen legen. waren das 6? Gott sei Dank habe ich davon genug. Bringe Mutter Gothel die Zutaten. Mit Vergnügen. Jetzt räume ich hier nochmal ein bisschen mit dem ganzen Spinat auf. So. Ja, Gothel. Warum war ich nicht überrascht? Ich hoffe, sie ist in ihrem Turm. Ja. Hier so. Drüben! Ja, ja, hier. Deine Zutaten. Oh, hallo, Schatz. Nun, ich nehme an, die hier werden reichen. Also, was hast du mit der Pflanze gemacht? Ich habe sie weggeworfen.
Was? Wie konntest du nur? Wir haben ihr eine Geschichte vorgelesen. Ich sagte, ich habe sie entsorgt. Also wirklich, meine Liebe, du solltest besser aufpassen. Wo hast du sie weggeworfen? Auf die Müllhalde natürlich. Mutter Gurte, wir haben keine Müllhalde im Tal. Natürlich haben wir die. Sie ist hässlich gelb, ziemlich rechteckig und hat eine Rampe davor. Müllhalde? Das ist Wallys Haus. Nun, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, ohne dich weiter zu verärgern. Ich vergiss es. Danke, dass du uns gesagt hast, wo du sie gelassen hast. Bis bald, Jürchen. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass du dich in meine Sachen einmischst. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Tja, dann suchen wir mal in Wallys Haus nach der Pflanze. Oh Gott, die wird bestimmt ziemlich schrecklich aussehen. Oh je. Die Pflanze ist wieder da. Oh! Ach Gott sei Dank, da geht's ja gut. So, dann lesen wir die Geschichte weiter vor. Oh. Okay. Hast du deine Pflanze? Fühlst du dich wohl? Ah! Super. Dann lass uns mit der Geschichte weitermachen. Beim letzten Mal hatte sich unsere Hauptperson verliebt. Aber die Vision der Schönheit wurde ihr gestohlen. Oh nein. Keine Sorge, jetzt wirst du erfahren, wie es weitergeht. In einer weiten Einöde versuchte der Roboter, den Mann, der über seiner Geliebten war, zu brechen. Hui. So edelmütig. Allerdings erschienen neue Personen. Dieser Teil ist auch unserleserlich. Aber es sind wahrscheinlich Roboter, Elfen, Cowboys. Ui! Roboter wie du. Unsere Hauptperson traf auf freundliche Roboter und ein altes Volk, das sich durch seine neue Heimat verändert hat. Mithilfe der neuen Freunde gelang es dem heldenhaften Roboter, den Fluch aufzuheben. Die geliebte Person konnte nach Hause und damit der Schatz an seinem rechtmäßigen Platz zurückgebracht werden, wo er gedeihen konnte. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ui. Ja, diese Geschichte kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Hier steht etwas auf der Rückseite. Oh? Für Wally von Julchen? Was? Wally, ich muss das vor dem Vergessen für dich geschrieben haben. Oh. Oh nein, wie süß. Die Pflanze, sie ist wieder gesund. Sie sieht wieder gesund aus. Ich werde die Geschichte bei dir lassen. Dann kannst du sie der Pflanze vorlesen, weil, falls sie wieder krank wird. Eine Kiste? Für mich? Ach, Wally, das ist sehr nett von dir. Ich schätze, du hattest eine Menge Zeit, diese Sachen zu sammeln, während ich die Seiten der Geschichte gesucht habe. Wally! Oh, wie süß. Wallys erbeutete Gegenstände. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Oh, 50 Eisenerz, ein paar Blumen, Kieselsteine, oh, Münzen! Ui! Ui, ui, ui! Das ist viel. So. Dann machen wir gleich noch diese Quest gleich mit. Ich finde sie süß. Folge Wally zur Lichtung des Vertrauens. Ja, da sind wir ja Gott sei Dank ja schon vor Ort. So, wir sind da. Es ist so süß. So, Wally. Direktive. Setzen wir unsere Tour fort. Irgendwo finden wir den romantischsten Teil, Ort im Tal. Hier auf der Lichtung des Vertrauens? Vielleicht muss ich zum Eingang der Lichtung gehen? Eventuell? Oder wartet mal. Ich gehe mal. Hm.
Nein. Der kleine Kumpel scheint auch gerade nur zu angeln. Ja, wir sind ja da. Wir sind ja auf der Lichtung des Vertrauens. Also, wo sollen wir denn jetzt hier noch hin? So. Ja, gut. Ja, wir sind ja da. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt hier noch eine zweite Lichtung des Vertrauens ist. Aber irgendwie scheint das gerade nicht so ganz so zu passen. Ja. Und jetzt? Kann ich gerade die Quest nicht weitermachen? Ich nehme sie mal gerade raus. Jetzt fährt Wally. So, jetzt mache ich die gerade mal an. So. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn wir die wieder aktivieren und ihm jetzt folgen. Mal sehen, was dann passiert. Geht's gerade nicht? Geht wohl gerade nicht wirklich, glaube ich. Und was nun? Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einfach einen Cut. Und ich werde das einfach mal jetzt ein andermal dann nochmal versuchen aufzunehmen. Vielleicht ist da ein klitzekleiner Bug, weil wir halt aus dem Haus von Wally rausgegangen sind und direkt in der Lichtung des Vertrauens gewesen sind. Kann eventuell daher rühren. Dann schauen wir einfach bei der nächsten Aufnahme einfach. Es wird noch eine... Ich glaube mal, jetzt wird es dann die letzte Aufnahme sein, bevor es dann vielleicht irgendwann auch wieder weitergeht. Und in dem Sinne danke ich euch dann jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.